Auch kurze Abstecher ins Museum können toll sein. Museen wie zum Beispiel der Louvre sind riesig. Es kann schön sein, herumzustreifen und die Atmosphäre zu genießen, sich einen Überblick zu verschaffen und sich einfach nur wenige Kunstwerke anzuschauen. Man braucht nicht den Anspruch zu haben, in einem Museum alles zu sehen. Aha, und jetzt wird's interessant. Ich war nämlich noch nie im Louvre. Also da warst du drin? Ja. Aha, und der ist so riesig, dass man da lange nicht alles sehen kann. Der ist gigantisch. Soweit ich weiß, sind da viele Exponate drin, die der französische König früher geschenkt bekommen hat. Ja. Und die wurden dann alle da im Louvre gesammelt und ausgestellt. Und das sind sehr, sehr viele Kunstwerke. Das ist sehr groß. Also ich bin hier reingegangen. Ich war mal da, da ragt ja diese Pyramide aus dem Boden. Ja. Oder mehrere. Ich weiß gar nicht. Eine. Ja, eine große aus Glas. Genau, und da ist das drunter. Ne? Da ist der Platz. Und ich vermute mal, der gesamte Platz ist unterkellert. Und da ist dann das drin, oder? Ja, das ist ganz groß, ja. Aber auch in den Gebäuden drumherum. Das ist nicht alles unten, sondern das ist auch in den Gebäuden drumherum. Du brauchst ja mehr Tagesticket, damit du alles sehen kannst. Ja, also in Frankreich ist es auch gut, dass man, wenn man noch jung ist, ich weiß gar nicht bis wann, aber auf jeden Fall sind alle Museen kostenlos, wenn man Europäer ist. Also für Franzosen und für Deutsche ist das auch so. Das Louvre ist kostenlos? Ja. Ah, echt? Und das ist aber bis zum Alter von 28 oder so. Ich müsste nochmal nachgucken. Immer diese Diskriminierung von älteren Leuten. Ältere Leute, in Anführungszeichen. 28. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist, also klar, im Louvre ist die Mona Lisa ganz bekannt. Das ist aber eigentlich nur ein relativ kleines Bild, wenn man davor steht. Ist natürlich, hier sieht man vor allen Dingen Hinterköpfe, weil so viele Leute immer zu diesem Bild hingehen. Ja, ich habe neulich aber mal wieder in den Nachrichten ein Bild gesehen, wo irgendwelche Klimaaktivisten, keine Ahnung, Tomatensoße draufgeworfen haben oder sowas. Ich vermute ja mal, dass da irgendwie eine Schutz irgendwas davor ist oder das war ein Duplikat oder was weiß ich. Und da sah man, dass das eigentlich ziemlich klein ist. Mhm. Also ich würde da reinmarschieren und mir direkt das Tor zur Hölle angucken von Dante. Das finde ich spannend. Also diese Obskuritäten finde ich immer toll. Was ich auch mal gesehen habe, ist so ein Flügel, da haben die halt alle möglichen Versuchsaufbaue nachgemacht oder gezeigt, die so in der frühen Neuzeit gemacht wurden mit so ganz alten Apparaturen und das sah auch ziemlich schräg aus. So. Ja, aber da gab es auch einen Künstler, der die alle entworfen hat, ne? Der da viel... Leonardo da Vinci. Da Vinci! Jetzt heißt du, Da Vinci, am Ende war der das gar nicht. Ja, ja, okay. Doch, der hat ganz viele gemacht. Gut, auf jeden Fall, der hat viel entworfen. Der hat ja auch Flugmaschinen entworfen und so, ne? Ja, und ich war auch einmal in einem Museum, das ist das Mathematikum in Gießen, das ist auch sehr schön. Und da hatten die eine Sonderausstellung Leonardo da Vinci und da hatten die alle möglichen Versuche von Leonardo da Vinci halt in modern halt nachgebaut und gezeigt. Und das war echt so ein Riesenspieleparadies, das war ganz cool. Ja. Ja, wie ist es denn bei dir? Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich vorschlage, lass uns ins Museum gehen, bist du so, nee, keine Lust. Ja, ich weiß auch nicht. Tatsächlich sind Museen, die ganz weit weg sind, immer viel interessanter als Museen, die man vor der Tür hat. Ich weiß auch nicht, warum. In Mexiko bin ich in jedes Museum gerannt und ich fand es immer super spannend. Und hier in Köln, so Museum, so, ja, muss das sein? Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil man es direkt vor der Tür hat und immer rein kann. Ich bin auch erst in den Dom reinmarschiert, als ich da schon 2 Jahre in Köln gewohnt habe. Also er ist halt immer da und ich wohne halt hier. Und dann sind die Sachen, die man nicht immer haben kann, halt spannender. Wobei, gut, im Louvre war ich nicht, aber da hatte ich auch keine Zeit für. Also da würde ich auch pauschal einfach mal einen ganzen Tag für veranschlagen, weil ich glaube nicht, dass du da 2 Stunden reingehst und dann ist gut. Ja, also nee, das kannst du gar nicht alles auf. Ich glaube, die wenigsten haben sich die Sachen wirklich alle angeguckt. Ja. So, an der Stelle beenden wir dann. Wir haben das, glaube ich, hinreichend diskutiert. Dann macht's gut. Tschüss. Das war eine Anekdote aus der Backpacking-Superbibel. Wenn du mehr wissen willst, dann guck in die Shownotes. Und ansonsten bleib dran, folg diesem Podcast, dann hören wir uns bald wieder. Bis dann, mach's gut.